Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Wir sind wieder an Bord der Eichelkäse und können uns jetzt mal überlegen, was wir so als nächstes machen müssen. Auf jeden Fall mal die Schilde wieder hochpowern, bitte. Und gib mir mal den Halberd Beam wieder nach vorne und den powern wir mal auch hoch. Und wir sparen eigentlich gerade so ein bisschen auf eine auf einen Crew-Teleporter. Den hätte ich gerne, den hätte ich sehr, sehr gerne. Okay, machen wir mal mit bei dieser Studie. Kriegen wir einen Store hier irgendwo in der Ecke? Der Sektor gefällt mir vom Aufbau her überhaupt nicht. Und ich hätte gerne irgendwie einen Long-Range-Scanner oder so. Okay, das hier sieht jetzt nicht so gefährlich aus, muss ich sagen. Die Frage ist, welche Systeme greifen wir als erstes an? Ich denke, wir müssen fast Schilde, Engines und Waffensysteme machen. Ich hätte es lieber umgekehrt, aber vielleicht können wir die Schilde wirklich auseinandernehmen. Oh, das war eine... Ach, das war der Laser jetzt, der den Schaden gemacht hat. Okay, ich dachte, es wäre eine Artemis-Rakete gewesen. So, und jetzt können wir das Ganze auch nochmal in die andere Richtung versuchen. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das hier weiterläuft. Okay, was bieten sie uns an? Ein Drone Part brauchen wir nicht. Mehr Fuel allerhöchstens oder mehr Raketen, aber Drone Parts brauchen wir halt nicht. Drei Fuel, okay, immerhin. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Wir können sogar mal hierhin jumpen und uns mal da unten den Nebel angucken, weil da oben, das ist alles Dead End, ne? Da ging es nur so, so und dann wieder zurück. Ne, dann machen wir das hier unten. Vielleicht gibt es auch hier unten einen Store. Hier ist sonst nix. Gut. Wir holen uns ein Engine Upgrade. Hm. 75 kostet der. Wir holen uns mehr Engines. Mehr Engine Power. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann fliegen wir mal hier noch ein bisschen in den Nebel rum. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes für uns dabei. Da unten wäre ein Store. Ne, der ist zu weit weg. Da kommen wir nicht mehr hin. Okay. Okay, mit Glück oder Absicht habt ihr das große Auge entdeckt. Seht in seine Tiefen und erhaltet euren gerechten Nachtisch oder so ähnlich. Moment mal kurz, ich muss mal gerade schauen. Was heißt es hier? Crewmitglied verlieren. Genau, Sultan Great Eye. Gibt es da irgendwas Besonderes? Okay, also es gibt drei positive Events und einen negativen. Entweder verliert man ein Crewmitglied, man bekommt viel Scrap, man muss gegen ein Schiff kämpfen oder man kriegt einen Healing Burst. Also komm, wir versuchen es. Gut, wir müssen gegen ein Sultan-Schiff kämpfen. Dann mach's bitte so, nimm den Heavy Laser hier hin. Sollen wir die Hull-Missile nehmen? Wir nehmen mal die Hull-Missile noch dazu. Obwohl die so eine lange Aufladezeit hat. Aber so habe ich wenigstens zwei Waffensysteme erstmal. Weil den Halberd Beam jetzt hier zu powern, das ist ja Quatsch. Autofire, Heavy Laser, schießt auf, ist egal wohin, erstmal hier hin. Mein Laser macht mehr Schaden an seinen Schilden als sein Laser. Unser Problem ist nur, dass sein Beam halt zwei Schaden an unserer Hülle macht. Aber jetzt ist er nicht mehr so gut im Takt. Das heißt, er schießt zuerst den Beam und... genau. So, seine Sultan-Schilde sind runter. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher und schießen ihm eine Rakete in sein Waffensystem. Machen die Hull-Missile aus, machen den Halberd Beam wieder an. Sehr gut.
So, dann versuchen wir mal, sein Schiff auseinanderzunehmen. Stopp. Da fehlte mir ein Pixel bis zum Waffenraum. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den Waffenraum noch erwischt hätte. Sehr cool. So, jetzt gibt es die Standardbelohnung. 23 Scrap immerhin. Wunderbar. Das große Auge hat uns nicht umgebracht. Sehen wir es positiv. Okay, hier müssen wir dann den Exit zweimal anfliegen. Gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Gefällt mir auch nicht so gut. Also bis wir unseren... was wollte ich sagen? Bis wir unseren Crew-Teleporter haben, müsste ich vielleicht echt mal noch die Waffensysteme upgraden. Das kann ja echt nicht wahr sein. Okay, es ist eine Lito. Wunderbar. Das Problem ist, jetzt haben wir kein Sultan-Schild mehr. Mhm. Zwei Raketen, ein Drone hat 15 Scrap. Aber zwei Raketen ist nicht so schlecht. Das nehmen wir sogar an. Denke ich. Auf zum Exit. Und ich will jetzt gerne hier einen Store finden. Oh, wir finden eine Systemreparaturdrohne. Schön. Da ist ja einer. Direkt hin. Okay, Halleluja. Sehr schön, Crew Teleporter. Komm her. Das Ding verkaufen wir. Wir haben noch 54 Scrap übrig. Ein bisschen Sprit brauchen wir. Raketen ist eigentlich okay, so ein ganz kleines bisschen reparieren. Der Teleporter ist ganz da hinten. Oh, shit. Okay, also Fallout muss mal hier ins Cockpit und übernehmen. Und das müsste funktionieren. Will ich mir das Distress-Signal angucken? Eigentlich nicht. 2, 3, 4, Exit. Ja, mhm. Okay, wir versuchen jetzt mal gerade rauszufinden, wie das so funktioniert mit dem Boarding. Uns mal an. Es ist zum Glück nur eine Lito. Pass auf, hol mir mal. Nein, ist nicht wahr. Er hat echt die Engines getroffen. Du dummer Atzler. Ich schicke mir mal die Sultans rüber. Ach man, ey, die Lito ist einfach zu schnell. Das war's jetzt aber. So, 27 Scrap. War es das wert? Vermutlich nicht. Mit Crewmitglieder zurück. So, repariert mal das Schiff ganz schnell. Geht mal in die Medbay. Ich habe dummerweise, ich hätte noch abwarten müssen, ob wir den, dass wir halt den Evade-Bonus noch mitnehmen für die Rakete. Das war mein Fehler. Mal die Waffensysteme aus. Es war außerdem ein Fehler, in sein Waffensystem zu teleportieren. Ich hätte am besten direkt in das andere teleportiert und ihm eine Lito reingeschossen oder in eine Hull-Missile oder irgendwie sowas. Wobei seine Waffe auf der anderen Seite auch wieder extrem schnell unterwegs war. Okay, gut. Aber wir haben eine Boarding Crew mit zwei Rockmen. Die gefällt mir. Und du brauchst mir jetzt mal bitte die Schilde. Das ist doch ekelhaft. Das ist doch ekelhaft. Wir können gleich noch ein System upgraden. Vielleicht machen wir das auch noch. Ich weiß es noch nicht. Okay, ein automatisiertes Schiff. Da hatte ich doch vorhin so ein paar Probleme gegen, ne? Gib mir mal den Heavy Laser.
Und die Hull Missile. Das machen wir mal kurz aus. Nimm mal einen Punkt aus den Schilden raus. So rum versuchen wir es mal gerade. Wir brauchen noch ein weiteres Crewmitglied. Gut, sehr schön. Na, so kann es ja weitergehen. Sparen wir auch Ressourcen, ist auch eine wichtige Sache. Cool. Sehr gut. Schilde, Teleporter. Und wir könnten jetzt sogar zum Exit springen und müssten dann gar nicht weiter kämpfen. Machen wir das ausnahmsweise. Sparen wir uns einen Kampf, wo wir vielleicht ein bisschen Schaden nehmen würden. Okay, Rebellensektor oder Zivilsektor? Ich würde sagen, wir nehmen den Zivilsektor. Rebellensektor muss nicht unbedingt sein. Wobei wir momentan relativ gut dastehen. Oh, da ist ein Store, den gucken wir uns mal gerade an. Drone Control und Cloak, ja. Drone Control hätte ich noch ganz gerne. Okay, wir kaufen erstmal das ganze Fuel, das er hat. Dann holen wir uns ein klein bisschen Reparatur. Will ich ein Drone Control System? Ich will es nicht. Ich will lieber einen Cloak haben, aber der ist noch zu teuer. Wir können noch einen Heavy Laser Mark 1 nehmen, aber... Ich meine, was haben wir dann davon? Ich bin eigentlich mit meiner... Mit meiner Lito und so weiter bin ich eigentlich sehr zufrieden. Oh, ein Plasmasturm. Okay, wir konnten nochmal gerade so vor dem Schiff flüchten. Springen wir hier hin. Ich will mir lieber die anderen Beacons angucken, die nicht im Plasmasturm liegen. Und wir kriegen Magma. Geil! Okay, José, du kannst wieder ins Cockpit. Und Magma kommt mal hier mit. Und dann kann der Fallout wieder an die Waffen. Es ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass wir noch ein weiteres Crewmitglied brauchen. Das ist auf jeden Fall, das steht fest. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Crewmitglied. Und da ist ein Store. Wir können mal gucken, ob wir da eins kriegen. Es zahlt sich immer aus, einen Teleporter zu haben. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Warte mal, das sind 85 Kröten nur. Ich hole mir auf jeden Fall King. Also wer bei dem Namen nicht sofort das Crewmitglied nimmt, der ist selber schuld. Und Noemi hole ich mir auch noch. Okay. Da ist unsere Boarding Crew. Das Schiff ist komplett bemannt. Und wir haben alles am Start, was wir brauchen. Sau gut. Sau gut. Und wir holen uns für den restlichen... Holen wir uns noch Scrap. Und den Halberd Beam brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. 17 Sekunden Aufladezeit ist auch eigentlich eh zu lange. Sollen wir den noch verkaufen? Ja. Wir verkaufen jetzt den Halberd Beam. Mit 3 Punkten, die er auch an Energie zieht, ist er auch eigentlich zu teuer und wir boarden jetzt. Und du gibst mir direkt das Upgrade für den Teleporter. Viel, viel wichtiger als der Rest, ja. Okay, so kann man arbeiten, denke ich. Gucken wir uns hier das Stress-Signale an. Okay, von mir aus. Und sie haben unsere Karte geupdatet, alles klar. Oh, da unten ist noch ein Store, aber da kann ich ja jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Was, hier gibt es gar keine Schiffe? Aber gut, es scheinen noch keine Plasmastürme da zu sein. Ich habe nichts davon, wenn ich den Beacon hier anspringe. Ich habe auch nichts davon, wenn ich den Beacon hier anspringe. Da weiß ich nur, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Kämpfe. Dann machen wir das doch.
brauche halt echt noch ein paar. Ich brauche echt noch ein paar Kämpfe. Hat nicht geklappt, schade. Schade, schade. Haben wir Schaden genommen. Nicht gut. Okay, ein Mantis mit einer fetten Bewaffnung. Geh mal in den Schildraum. Mantis und Nenji. Oh. Mach das Auto vorher mal aus. Geil. Puh, zum Glück hat er seine fette Rakete nicht mehr abgefeuert. Ja, Kevin brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe meine Crew. Ich meine, wir könnten statt Noemi natürlich... Doch, wir... Okay, wir machen so. Ja, Dismiss für Noemi. Kevin wird unser neuer Kapitän. Mantis als Captain zu haben, ist ja noch besser, als einen Mensch als Captain zu haben, oder? Ich hoffe mal, ich bin mit der Meinung nicht alleine. Also die Bewaffnung war fettestens. Das war bestimmt auch eine Hull Missile. Deswegen hat er auch so ewig gebraucht, bis sie aufgeladen war. Okay. Also das heißt, mit dem Mantis haben wir halt noch ein Crewmitglied, das sich bei einem Boarding-Manöver, falls wir angegriffen werden, noch besser verteidigen kann. Deswegen hätte ich den gerne. Nächster Jump. Oh, wow, wow, wow. Okay, aber trotzdem. Ihr seht es, wie der mich komplett nackig macht. Das ist echt der Wahnsinn. Okay. Damit können wir leben. Geht nur in die Medbay. Wartet mal, wie viele Raketen bräuchte ich noch, um ihn platt zu machen? Hat eigentlich keinen Wert, ne? Er hat 1, 2, 3, 6. Das heißt, ich brauche mindestens 3 Hull Missiles. Nee, vergiss es. Wir heben uns die Raketen mal kurz auf. Ja. Also, da können wir nichts machen. Das ist totaler Hinnef. Da brauchen wir aber halt auch nichts zu machen. So, die nächsten 50 Kröten stecken wir in unser Schildsystem, würde ich mal anregen. Eins, zwei, drei. Aber wir können auch hier hin und dann zum Exit. Da gibt es ja sonst nichts mehr. Hier gibt es sonst nicht viel zu erleben in diesem Sektor. Ich würde sagen, also normalerweise, wenn ich jetzt keine Crewmitglieder habe, hätte, die irgendwie Kampferfahrung brauchen, dann würde ich wahrscheinlich nicht attackieren. Aber so greife ich an, denn ich habe Crewmitglieder, die brauchen dringende Kampferfahrung. Und deswegen schicke ich immer hier meine Besatzung rüber. Wahrscheinlich werde ich hier einen Treffer kassieren, aber das ist in Ordnung, glaube ich. Ich schicke den einmal hier hin. Das ist sogar ein Mantis.
Ach, da war nur ein Engine mit an Bord. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Naja, drei Blattschüsse, ne? Okay, 34 Scrap gibt's dafür. Der einzige Nachteil ist, dass meine Felsenmenschen-Fritzen so ewig lange bis zur Medbay brauchen. Aber man muss doch sagen, das ist genau die Crew, die man braucht für einen Teleporter. Also insofern finde ich das sehr gut. Wir könnten auch mal unsere Sensoren irgendwann upgraden und dann können wir uns entscheiden, in welcher Reihenfolge wir dann weitermachen wollen. Wow, wir kriegen einen Hullbeam. Zwei Fuel. Das nehme ich, weil ich... obwohl, warte mal. Hat halt eine fette Bewaffnung, ne? Wobei ich denke, dass ich ihn ausschalten könnte. Berühmte letzte Worte, ne? Nehmen wir mal eine Lito und ja, die Lito reicht eigentlich. Ach, guck mal da, der hat ja fast die gleiche Besetzung wie ich. Komm. Sehr gut. Ja, genau. Und auch hier wieder das Opfer dieses Piratenangriffs haut einfach ab, ohne dass wir da irgendwas machen können und mit denen schwätzen können und so. Das ist echt furchtbar. Oh, da war sogar ein Feuer bei ihm in der Medbay. Cool. Gut, nimm. Heilen wir erstmal unsere Leute. Einen Engie als Kapitän wäre auch ganz gut. Wir haben momentan keine Leute, die wirklich gut reparieren können, aber vielleicht kommt es darauf auch nicht so an. Nächster Sektor, Sultan-Sektor oder Schneckenheimatnebel. Ich sag mal Sultan-Sektor. Ist mir doch lieber. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.